sich der Teufel! Hey, du bist Chess. Mal, was die High Society da spendiert. Du willst deinen Arsch für Chess im Rennen aufs Spiel setzen? Sag, dass es wahr ist, Nicky Rain. Sag, du hast dieses Ödland Prachtexemplar zu mir geschickt, um es richtig krachen zu lassen. Nach dir, du Rakete. Heizen, und ich bin Baby. Gefangen. Ich sehe, du hast das Zeug zum Heizen. Das Benzin kocht über in deinem Blut. Du hast alles, was es dafür braucht. Ich habe hier einen astreinen Vertrag für dich. Unterzeichne ihn nun mit deinem Blut. Dann rast du wie eine Rakete bis ganz an die Spitze und lachst dann von dort oben auf uns alle herab. Ja. Oh, wann fange ich Ranger. An? Was über das Rüstchen auf dem Kratzel, da sind deine drei Kreuze. Jetzt kann's losgehen. Ja, yeah, also, du fängst unten an, Frischfleisch. Mit dem Schrotteimer. Zeig, was du kannst mit der Trödelschnecke. Und dann kletterst du. Kämpfst dich ganz nach oben wie ein richtig fleißiges Bienchen. Ja. Bereit, wenn du es bist, hm? Jetzt. Nicht, aber... Mach trotzdem. Auf geht mit einem Bande für eine schamlose Tür. Lass dieses alberne Zerren auf dem Sieg. Er gehört mir. Ich bin noch eine Runde gefahren. Nein, gegen die Kante. Ich höre hier Rockmusik im Hintergrund. Erinnert mich ein bisschen an andere Spiele, diese Auswahl. Okay, da hätte ich besser fahren können. Ich bin schon wieder Sechster.
Erster im ersten Runde fahren. Na gut. Neue Fahrzeuge erhalten. Das Chess Car wurde in der Fahrzeugmenü freigeschaltet. Gewinne Rennen, um Skins für das Chess Car freizuschalten. Lucky, Lucky! Da hat jemand heute den großen Fang gemacht. Ich muss zugeben, du fährst wie Nicky Rain höchstpersönlich. Yeah, das war ein echter Sieg. Weißt du was? Na? Das bedeutet eine hübsche Extrabehandlung für dich. Du kannst dir in der Siegerlounge in Wellspring eine schöne Zeit machen. Saufen und fressen. So viel du willst. Dazu bekommst du freien Zugang zu all meinen Rassenrennstrecken. Fahrer wie du sind so selten wie Haut auf einem Schädeljäger. So in der Zeit wieder. Jo, was fährst du denn da so? Lucem, ich hab sie. Ich hab eine Einladung in die Siegerlounge. Ich habe alles gesehen. Denen echt gezeigt. Das war echter Sportgeist. Was soll ich sagen? So bin ich nun mal. Bin jetzt unterwegs dorthin. Ja. Gefahren oder mein Zeug klauen. Wenn du irgendwas anfasst, sind deine Augen dran. Ich schwöre. Ganz ruhig. Ich will nichts stehlen. Ich hab mir alles selbst geplündert und aufgebaut. Niemand sagt Moni Vega, sie soll ruhig sein. Ja. Ich will fahren, okay? Oder nicht? Ach egal, ich mache schnell eine Reise. Okay, hier kann ich jetzt weiter rennen fahren. Da ist der Fremde. Ach komm, den mach ich noch. Mit dem Geräusch im Hintergrund. Nicht schlecht. Ich wollte aber jetzt eigentlich
Schön, dass ich einfach so die Strecke laufen kann. Ich empfange etwas. Ein Ranger-Signal? Ja, Sie sollten die Überreste lokalisieren. Ich schicke jemanden, um die Arktik zu bergen. Ein Datenbett. Fantastische Runde 2. Die Geschichte der legendären Rennfahrerin und Sängerin Starkey Sandblaster ist voller Highlights, doch jeder weiß, wie die Arme ihr Leben verloren. Nach einer Saison, in der sie nicht nur Bauteile gestohlen, sondern obendrein die Fahrzeuge ihrer Konkurrenten sabotiert hatte, war sie von vielen ihrer Feinde umgeben. Bei dem Rennen herrschte zwar Waffenverbot, doch das sieht Honnits, Bridleys Bruder nicht davon ab, Starkey aus gewaltiger Entfernung eine Kugel zu verpassen. Das Hardkerngeschoss durchdrang nicht nur die verstärkte Frontscheibe ihres Wagens, sondern auch Starkey selbst. Ich glaube, dass ich nach all dieser Zeit, in die ich diesen alten Schrottplatz durchforstet habe, auf die Kugel gestoßen bin, die ihr das Lebenslicht ausgepustet hat. Okay, ja. Der Strom ist aus. Ich habe irgendwie erwartet, dass hier oben was ist, wenn ich jetzt schon so gillig hier hochspringe. Jetzt habe ich den Sturm jetzt ausgeschaltet. Um in diesen Gang zu kommen. Aber. So, Tür auf. Und der nächste hier auch reinkommt. Oh, Dynamit. Zweite Kiste. Ranger. Letzter Lock von Omar Glass, Ex-Ranger. Ich kann das Gemecker nicht mehr tragen. Marshall meckert, Jess meckert, selbst mein Enkel meckert. Gott segne ihn. Kapieren die denn nicht, dass ich mich einfach nur in Ruhe lassen soll? Marshall will mich wieder bei den Rangers sehen und beim Widerstand. Aber ich hab satt, die Kriege anderer Leute zu führen. Jess will, dass ich bessere und fiesere Autos für die Rennen baue. Aber das ist was für Junge und Heißblütige. Baba will sich um mich kümmern, aber er hat auch ohne mich schon jede Menge Probleme am Hals. Außerdem bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Ich spüre, wie die Nanotriten gegen die Krankheit ankämpfen, aber sie werden diesen Kampf irgendwann verlieren. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Ich freue mich sogar darauf. Ich habe viel zu lange gelebt und viel zu viel gesehen. Okay, dann kriege ich wieder einen Verstärker. Den Fall den Ranger gefunden, kriege ich dafür $100, ja. Und Typ finde ich cooler. Und ich kletter nochmal hier hoch. Die dritte Kiste. Das waren noch alle, ja? Und von hier aus hat er wahrscheinlich
geschossen. Wer die andere da erledigt hätte. So, wo fahre ich jetzt hin? Bodenstation? Oder doch eher nach Looney? Laguni. Laguni ist es nicht, wo ich wollte. Dunbarrel wollte ich auch nicht hin. Hier war die nette Frau. Nee, nicht das. Mach ich doch noch. Ach komm. Bevor die Vision schlecht wird. Doktor, ich nähere mich dem Eden Space Center. Ah ja, dort könnte Banditen abschauen, Rumhängen. Aber der ist für einen Ranger ja kein Problem. Genau. Absolut kein Problem. Das will ich doch hoffen. Mal ich ja auch den Spaß dabei hat. Ich habe das Space Center erreicht. Eine einzige Ruine. Und Sie hatten recht, überall Banditen. Das dürfte für Sie ja kein Problem sein. Und was Ihnen angeht, nun, es ist eigentlich unzerstörbar. Verschaffen wir Ihnen Zutritt, legen Sie die Hand auf den Scanner am Empfang. Aber hier ist doch bestimmt irgendwas zu finden. Draußen hat auch jemand Spaß und brüllt sich die Kehle aus dem Hals, wenn er kein Mikrofon hätte. Oh, nice. Hier war ich schon mal, glaube ich.
Also im ersten Teil. Zumindest sieht der Eingang ähnlich aus. Handscanner. Kenn ich zwar anders, aber... Sehen, sehen. Ausgezeichnet. Und jetzt gebe ich Ihnen vollen Zugang. Hey, Doc, Beeilung! Gunabschaum im Anmarsch! Moment noch. Na drüben. Ich hab's fast. Oh, ich hab Zeit. Ab gleich. Nur noch ein paar Minuten. Hast du es überlebt? Kniffliges System. Selbst für mich. Aber gleich hab ich's geknackt. Dass man beim Nachladen auch nicht schießen kann. Einer ist unten. Könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Ah ja, besser kein Risiko eingehen. Sie haben jetzt vollen Zugang. Das Ecobot-Missionskontrollzentrum ist auf Ebene 3. Dinge mitnehmen, Dinge mitnehmen, Dinge mitnehmen. Hey, da ist die Oh, nicht schlecht. Und Datenpads gibt's auch noch hier. Fantastische Funde. Egal. Zweiter Stand. Herrenoberbekleidung. Überraschung.
Die beiden zumindest. Hallo. Was? Vier Schuss? Na dann. Oh, hier ist noch was. Und weiter. Sie halten hier jetzt so viele aus. Ich will immer noch Steuerung drücken für Ducken. Was ist mit Töten? Ist das nicht? Ah! Nee, Kumpel. Schau's hier von oben. Da. War da ein Dartpad? Jetzt war hier Statuenfuß. Und der nächste Bereich. Hey. Sprintet er an mir vorbei. Okay, ich bin schon recht weit oben, würde ich sagen. Oh, ich muss erstmal die anderen abschießen, ja? Schauen wir nochmal. Hier sind sie. Okay, und. Okay, mein Teil! Bleib da nicht in der Ecke hängen. Okay.